Schön, dass du dich dazu entschlossen hast, deinen Tag mit einer wohltuenden und entspannenden Yoga-Sequenz abzuschließen. Sorge am besten für eine ungestörte und ruhige Atmosphäre und stell schon vorher deinen Wecker, damit du dich wirklich voll und ganz hingeben kannst. Eine Yogamatte brauchst du heute nicht. Mach es dir einfach in deinem bequemen und warmen Bett gemütlich. Bist du soweit? Dann lass uns beginnen. Komme zunächst in einen bequemen Sitz, gerne den Schneidersitz. Bring die Hände auf die Oberschenkel oder Knie, Handflächen zeigen nach unten. Wir beginnen mit dem Nackenkreisen, indem du ganz entspannt mit deinem Kopf halbe Kreise über vorne zeichnest. Gern die Augen dafür schließen. Kreise in deinem ganz eigenen Tempo, ganz genüsslich, von einer zur anderen Seite. Von rechts nach links, von links nach rechts. Entspann dabei die Schultern, spür die Schwere deines Kopfes. Sehr gut. Und dann mach die Kreise über hinten in die andere Richtung. Auch hier ganz entspannt halbe Kreise von einer zur anderen Seite. Keiner hetzt dich. Nimm dir alle Zeit der Welt. Und lass all das, was war, hinter dir. Bring die Aufmerksamkeit zurück in den Moment, hier und jetzt. Der Bauch ist weich. Der Atem fließt. Ganz genau. Dann pendel dich langsam wieder in der Mitte ein und verschränke nun die Hände einmal hinter deinem Kopf. Mit der nächsten Einatmung heb dein Brustbein, zieh die Ellbogenspitzen auseinander und mit der Ausatmung zieh dein Kinn ran, mach dich ganz rund, die Ellbogenspitzen wollen zueinander. Noch zweimal so, mit der Einatmung heben und öffnen. Und mit der Ausatmung rund werden. Spür die Dehnung in der gesamten Rückseite deines Oberkörpers. Letztes Mal. Einatmen, öffnen, Ellbogenspitzen ziehen auseinander, spür die Weite. Und mit der Ausatmung mach dich ganz rund und klein. Ellbogen ziehen zueinander. Genau. Nächste Einatmung. Richte dich wieder auf. Komm zurück in die Ausgangsposition, Hände lösen. Von hier aus finde allmählich in Rückenlage. Winkel die Beine an, umarm dich, mach dich zu einem kleinen Päckchen. Und dann beginne hier über den unteren Rücken zu kreisen. Schenke deinem Rücken so eine ganz wohltuende Massage. Entspann deine Schultern, dein Kiefer und den Punkt zwischen den Augenbrauen. Dann kreise in die andere Richtung, wieder ganz in deinem eigenen Tempo. Schau einfach, was sich für dich gut anfühlt. Es gibt hier kein richtig oder falsch. Wunderbar. Dann pendel dich ein, bring die Hände auf die Knie und zeichne kreisförmige Bewegungen von innen nach außen. Hier einfach so ein paar Mal, um die Hüftgelenke zu mobilisieren. Und dann mach die Kreise in die andere Richtung, von außen nach innen, beziehungsweise einfach in die Richtung, die du gerade noch nicht hattest. Beende allmählich die Bewegung, stell die Füße auf und für das Nadelöhr bringe nun deinen rechten Fuß aufs linke Knie, greife deinen linken Oberschenkel und zieh ihn zu dir ran. Zeitgleich schieb dein rechtes Knie sanft von dir weg. Und dann spür mal diese wundervolle Dehnung in deiner rechten Hüfte.
Schick deinen Atem, deine Aufmerksamkeit genau in diesen Bereich deines Körpers. Dorthin, wo du Enge spürst. Dorthin, wo du mehr loslassen willst. Und dann vertief deinen Atem. Zieh die Atemzüge in die Länge und richte deinen Fokus auf die lösende Ausatmung. Von hier aus wechsel die Seiten, bring den linken Fuß auf dein rechtes Knie, greife deine rechten Oberschenkel und zieh ihn zu dir ran, während du sanft dein linkes Knie mehr von dir wegschiebst. Jetzt spür die Dehnung in deiner linken Hüfte und schau einfach mal, wie es sich auf dieser Seite anfühlt. Ob es intensiver ist, weniger intensiv oder ob es sich ganz ähnlich anfühlt. Und dann nimm dieses Gefühl, diesen Zustand, einfach nur wahr. Nimm ihn an. Genauso wie du dich annimmst. Denn du bist richtig. Ganz genauso wie du bist. Dann löse langsam wieder auf und beide Beine einmal ausstrecken. Zieh nun dein rechtes Knie zu dir ran. Lass dein linkes Bein ausgestreckt. Und spür die Länge, die in deinem unteren Rücken entsteht. Atme nochmal tief ein und vollständig aus. Noch einmal so tief einatmen und ausatmen. Genau. Für die liegende Drehung streck nun deinen rechten Arm zur rechten Seite raus. Und führe mit deiner linken Hand dein rechtes Knie rüber nach links. Wenn es unangenehm für deinen unteren Rücken sein sollte, kannst du auch gern dein rechtes Knie mit einem Kissen auspolstern. Und dann gib dich dieser Drehung einfach hin. Lass los und gib alles ab, was dich festhält. Schließ deine Augen, um die Aufmerksamkeit wirklich nach innen zu lenken. Dein Kiefer ist gelöst. Nimm jetzt alle Mimik raus. Genieße es, nichts mehr tun zu müssen. Niemand mehr sein zu müssen. Nur noch zu atmen. Egal was war und egal was kommt. Dann komm langsam zurück zur Mitte, wechsel die Seiten, zieh dein linkes Knie zu dir ran, rechtes Bein bleibt ausgestreckt. Entspann die Füße, jeden einzelnen Zeh, die Waden, die Oberschenkel und dein Gesäß. Dann atme hier nochmal tief ein und vollständig aus. Noch einmal so tief einatmen und ausatmen. Für die liegende Drehung auf der anderen Seite löst nun die linke Hand, streck den linken Arm zur linken Seite raus und führe mit deiner rechten Hand dein linkes Knie zur rechten Seite. Wenn du auf der Seite davor dein Knie ausgepolstert hast, dann mach es auch gern auf dieser Seite. Ansonsten bleibe einfach hier in deiner Variante der liegenden Drehung. Die Augen sind nach wie vor ganz sanft geschlossen. Die Gesichtszüge ganz weich.
und dann beobachte deinen ganz natürlichen Atem. Spür, wie die Atemzüge kommen und wieder gehen. Ohne etwas zu verändern oder verändern zu wollen. Spür, wie dein Körper immer schwerer wird und du immer mehr loslassen kannst, immer mehr abgeben kannst. Genieße es, dich tragen zu lassen. Spür die Wärme, die Nähe und die Sicherheit, die dich jetzt umgibt. Dann komm langsam wieder zurück zur Mitte, löse auf und finde den Weg in deine Schlussentspannung. Deck dich am besten direkt zu und mach es dir in Rückenlage richtig gemütlich. Entweder mit ausgestreckten Beinen, die Füße hüftbreit, oder bring für deinen liegenden Schmetterling die Fußsohlen aneinander und lass die Knie schwer zur linken und rechten Seite sinken. Schließ die Augen. Genieße diesen Zustand vollkommener Entspannung. Tauche immer mehr ab in die Unendlichkeit des Seins. Lass los.